Denn die Frankfurter Börse schalten wir jetzt zu Antje Erhardt. Wir hören, die OPEC-Plus-Staaten haben heute überraschend ihre Ölförderung gekürzt und das nicht unerheblich. Welche Folgen hat das denn? Ja, weniger Angebot bedeutet höhere Preise. Und das war schon heute zu sehen. Nach der überraschenden Entscheidung sind die Ölpreise zeitweise um 8% gestiegen. Volkswirte halten mittelfristig nun wieder 100 Dollar pro Fass für denkbar. Wenn Öl aber so teuer wird, heizt das die Inflation an. Und dann könnten die Leitzinsen womöglich doch wieder stärker steigen als zuletzt gedacht. Mit steigenden Zinsen versuchen die Notenbanken ja gerade, die Preissteigerungen in den Griff zu bekommen. Und gerade erst hat sich da etwas Entspannung abgezeichnet. Der DAX verliert heute moderate 0,4% auf 15.561 Punkte. Noch lassen sich die Anleger von der Entscheidung der OPEC Plus nicht verunsichern. Dankeschön, Antje Erhardt.